und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hoschgeld in den Sarkadaschlat. Wie schon auch auf dem Titel zu sehen ist, geht es heute um Rıza Kayalp. By the way, votet bitte mal in der Infocard ab, ob ihr Rıza Kayalp davor schon kanntet. Natürlich werden ihn schon viele Türken kennen, aber trotzdem interessiert es mich sehr, wie viele von euch ihn schon vor diesem Video gekannt haben. Fangen wir nun mit dem Video an. Rıza Kayalp wurde am 1. Mai 2018 zum 8. Mal im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm Europameister. Außerdem wurde Rıza Kayalp bereits dreimal schon Weltmeister. Er holte sich die Weltmeistertitel in Istanbul, Las Vegas und Paris. Bei der Ringer EM 2018 im russischen Teilrepublik Dagestan hat der türkische Sportler Rıza Kayalp im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm Gold geholt. Im Finale besiegte Kayalp den Russen Vitali Çur. Der türkische Ringer kämpfte bei Europameisterschaften 9 Mal in Folge im Finale. Kayalp egalisierte somit auch den Rekord des auch als Ringer des Jahrhunderts bekannten türkischen Sportlers Hamza Yellikaya. Hamza Yellikaya wurde 7 Mal in Folge insgesamt 8 Mal Europameister. Schauen wir uns nun Rıza Kayalps sportlichen Erfolg mal genauer an. Rıza Kayalp begann als Jugendlicher im Jahre 2000 mit dem Ringen. Er gehört dem Sportclub Aski Ankara an und wird dort von dem ehemaligen Olympiasieger Mehmet Akif Prim trainiert. Er konzentriert sich dabei ganz auf den griechisch-römischen Stil. Er wiegt bei einer Größe von 1,85 Meter 110 Kilogramm und ringt deshalb im Schwergewicht. Zurzeit ist Ringen auch sein Beruf. Er ist auch in deutschen Ringerkreisen sehr gut bekannt, da er unter anderem für den SV Germania Weingarten und für den ASV Nendingen in der deutschen Bundesliga auf die Matte ging. Rıza Kayalp war schon als Juniorenringer außerordentlich erfolgreich. Zwischen 2005 und 2009 wurde er in den verschiedenen Junioren-Altersgruppen 2-mal Weltmeister und 3-mal Europameister. 2010 konnte Rıza Kayalp seinen ersten Titel gewinnen bei den Senioren feiern. Er wurde in Baku im Schwergewicht Europameister. Auch das Jahr 2011 verlief für Rıza Kayalp mehr als erfolgreich. Er gewann in diesem Jahr 3 große internationale Turniere in Istanbul, Minsk und Baku. Bei der Weltmeisterschaft in Istanbul nutzte er vor heimischem Publikum seinen Heimvorteil und wurde erstmals Weltmeister bei den Elite-Ringern. 2012 sicherte sich Rıza Kayalp in Belgrad wiederum den Europameistertitel. 2003, nach einer kurzen Pause, meldete sich Rıza Kayalp bei der Europameisterschaft in Tiflis in alter Stärke zurück. Er holte sich dort einen weiteren Europameistertitel. 2013 siegte er auch noch bei den Mittelmeerspielen in Mersin und bei der Universiade in Russland Kasan. Im April 2014 gewann Rıza Kayalp in Vantaa, Finnland zum 5. Mal in seiner Laufbahn den Europameistertitel. 2015 nahm Rıza Kayalp im Juni an den ersten europäischen Spielen in Baku teil. Er belegte dort den ersten Platz. Bei der Weltmeisterschaft 2015 in Las Vegas überzeugte er wieder. Er besiegte der Reihe nach Josef Tschugoschwili, Weißrussland, Lukas Hörmann, Österreich, Oleksandr Tschernowski, Ukraine und Saba Chariati und stand damit im Finale Miljan Lopez Nunes gegenüber. Dabei gelang es diesem Ausnahmeringer, den er schon einmal bei der Weltmeisterschaft 2011 geschlagen hatte, erneut zu besiegen und damit zum 2. Mal Weltmeister zu werden. 2016 in Riga wurde Rıza Kayalp wieder Europameister. Im Mai 2017 wurde er in Novi Sad erneut Europameister. Im Finale besiegte er dabei Balint Lam aus Ungarn. Im August 2017 wurde Rıza Kayalp in Paris zum 3. Mal Weltmeister. Bei der Europameisterschaft 2018 in Kasçık setzte er seine Erfolgsserie fort. Er wurde dort erneut Europameister. Wie Sie sehen können, hat Rıza Kayalp schon einiges erreicht und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch so einiges über ihn hören werden. Ich wünsche Rıza Kayalp viel Erfolg, möge er stets die türkische Flagge auf dem Siegerpodest wehen lassen. Nebenbei bemerkt ist Ringen bei den Türken ein Atasprodukt. Direkt übersetzt heißt es Vatersport, aber bedeutet so viel wie Sport ihrer Vorfahren. Also das wurde bei den Türken schon immer gemacht, Ringen und so weiter. Ne? Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann teilen und liken Sie das Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.